Herr Dr. Ante, Sie sind CEO und Mitgründer des Blockchain Research Labs in Hamburg und wir sprechen ja heute über Kryptowährungen. Können Sie uns einmal erklären, was sind denn die zentralen Unterschiede zwischen Kryptowährungen und normalen Währungen, wie wir sie jetzt bisher kannten? Ja, sehr gerne. Also Kryptowährungen sind grundsätzlich ohne eine zentrale Instanz geschaffen. Das heißt, wir haben beim US-Dollar oder beim Euro natürlich Staaten, die hinter diesen Währungen stehen, während wir bei Bitcoin oder Ethereum nicht diese Staaten oder Instanzen haben, die diese Währung besichern, sondern ein dezentrales Computerprotokoll, das über Mathematik, ökonomische Anreize und viele weitere Dinge besichert wird. Und das ist der eklatante Unterschied. Okay, genau. Sie haben ja gerade schon gesagt, da stehen keine Staaten oder Banken hinter. Und die Idee von Kryptowährungen beruht ja auch darauf, ein elektronisches Bezahlsystem zu schaffen, bei dem die eben explizit nicht Teil davon sind. Wieso wird da Unternehmen vielleicht mehr vertraut? Weil es sich eben um Computercode handelt, den jeder jederzeit beobachten und validieren kann. Das heißt, wenn wir über Bitcoin oder Ethereum, also die großen Kryptowährungen sprechen, das sind Open-Source-Projekte, die entwickelt werden. Jeder kann jederzeit sehen, was entwickelt wird. Und die Ausführung dieser Programme oder dieser Währungen ist transparent. Jeder sieht jederzeit, was passiert. Es gibt keinen Schattenbanker im Hintergrund, der die Fäden zieht und wir haben eben ein transparentes, offenes System. Es gibt keinen Grund für Misstrauen, weil jeder alles sieht. Okay, interessant. Und es gab ja dieses Jahr so ein bisschen die große Ernüchterung. Kryptowährungen sind abgestürzt. Was kann man aus dem Vorfall lernen und was bedeutet er auch für die Zukunft der Finanzmarktstabilität? Also der Kryptowährungscrash ist ein Phänomen, das uns alle 2 Jahre begleitet und jedes Mal werden Kryptowährungen dann wieder totgeschrien. Das hängt auch ein bisschen davon ab, welchen Zeithorizont man betrachtet. Wenn man 3 Jahre zurückgeht und sagt, Bitcoin steht heute bei $20.000 oder irgendwas und vor 3 Jahren bei $1.000, dann ist das immer noch ganz nett. Ich glaube, Kryptowährungen sind immer noch eine sehr kleine, junge Anlageklasse, die grundsätzlich noch nicht zu bedeutsam für die Finanzmarktstabilität ist, aber es werden kann. Und wir haben spezielle Formen der Kryptowährungen wie die Stablecoins, die insbesondere spannend sein können, weil sie eben den Dollar nachstellen und dann eben sehr viel mehr Bezug zum eigentlichen Finanzsystem haben. Und da wird es dann wirklich spannend und da setzt halt eben auch die MiCA-Regulierung beispielsweise an, um genau diese Märkte gut zu besichern. Super, vielen, vielen Dank und ich freue mich auf die Diskussion.